Zuerst mal, es stimmt, die Digitalisierung verändert die Wertschöpfungsprozesse und damit einhergehend werden auch Themen automatisiert, digitalisiert und fallen dementsprechend weg. Die Chancen, die sich damit verbinden, sind längere Wertschöpfungsketten, sind neue Services, sind Services, die man ohne die Digitalisierung nicht anbieten kann und dementsprechend vermehrt sich eigentlich die Arbeit, die teilweise automatisiert, aber teilweise auch erweitert wird. Es ist richtig, dass die Digitalisierung derzeit noch keinen Investitionsboom auslöst. Das hat damit zu tun, dass zum einen wir in einer sehr frühen Phase der Digitalisierung sind. Sehr konzeptionell. Man überlegt, in welche Bereiche es gehen könnte. Und die großen Investitionen werden erst in der Zukunft angestoßen werden. In einigen Bereichen sind sie das bereits oder werden bereits angestoßen, hauptsächlich in dem Thema Prozessautomatisierung, Bots. Scripts werden verwendet, um lange Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren. Trotzdem glaube ich, dass die wirklich großen Investitionsvolumina der Zukunft eventuell nicht ganz so groß ausfallen werden, weil die Art der Investition sich auch verändert hat. Während man früher in große ERP-Systeme, in große End-to-End-Systeme investiert hat, geht man heute eher in Open-Source-Plattformen, in relativ kleine Lösungen, die sehr flexibel an große ERP-Systeme angebunden werden können. Ich denke, die großen Themen 2016 und 2017 werden in dem Bereich Automatisierung von bestehenden Prozessen liegen. Das heißt, Robotics, Scripts, die letztendlich manuelle Tätigkeiten in digitale Scripts übersetzen. Die Auswirkung auf die Logistik wird letztendlich ein Real-Time Operations sein. Wir kommen immer weiter weg von diesem Batch-Thema in Richtung Real-Time Operations. Das heißt, zugreifbar, Daten werden zugreifbar in Realtime, Entscheidungen werden möglich in Realtime, die Geschwindigkeit, der Turnaround wird massiv zunehmen.